Hey ihr Lieben, heute machen wir leckere Süßkartoffel-Kichererbsen-Burger. Wir hatten in letzter Zeit wieder so richtig Lust auf Burger und probieren da gern verschiedene Sachen aus, also Patties aus Bohnen, Patties aus Linsen und so weiter. Und bisher erschien ja auf dem Kanal nur ein roh veganes Burgerrezept, das verlinke ich euch auch hier. Und wir dachten, wir machen heute mal eine gekochte Version bzw. eine gebackene Version. Und dafür brauchen wir eine weichgebackene Süßkartoffel, ca. 200 Gramm gekochten Reis, ca. 300 Gramm Kichererbsen, eine halbe Zwiebel, eine Knoblauchzehe und wir nehmen auch gern noch Chia oder manchmal auch Leinsamen. Dann nehmen wir heute 2 Esslöffel von, aber könnt ihr auch weglassen, wenn ihr keine da habt oder gegen was anderes austauschen. Und 1 Esslöffel Hefeflocken für den Geschmack und verschiedene Gewürze, heute Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kumin. Im ersten Schritt werden die Kichererbsen zusammen mit der Zwiebel und der Knoblauchzehe in der Küchenmaschine fein gehackt. Achtet darauf, dass das Ganze nicht zu einem Püree wird, sondern ein bisschen grob bleibt in der Konsistenz. Im zweiten Schritt holen wir das Innere aus der Kartoffel. Die Schale wird nicht mitverarbeitet. Und zum Schluss kommt der gekochte Reis und der Rest dazu und das Ganze wird dann vermischt, bis eine einheitliche Masse entsteht, aus der wir dann unsere Patties formen können. Und so sehen die fertigen Süßkartoffel-Kichererbsen-Patties aus. Die waren jetzt ungefähr eine Stunde bei 175 Grad im Ofen. Nach 20 bis 30 Minuten könnt ihr mal schauen, ob die schon fest genug sind, um sie zu drehen. Wenn sie sich noch nicht so gut lösen und noch zu weich sind, dann gebt ihnen einfach noch mal ein paar Minuten. Und wenn ihr merkt, sie lösen sich gut vom Backpapier, dann könnt ihr sie drehen und einfach noch mal die gleiche Zeit weiterbacken. Also, das sind ganz normale Veggie-Burger, im Vergleich zu einem Fleischburger natürlich ein bisschen weicher, aber wirklich trotzdem stabil, alles kein Problem. Und wir belegen jetzt unsere Burger. Beim letzten Mal haben wir als Brotalternative Riesenchampignons genommen und heute nehmen wir so schöne bunte Paprika. Aber da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr möchtet, genauso wie beim Belag und den Soßen. Wir nehmen heute als Soße mal so zerdrückte Avocado mit Salz und Pfeffer, ganz simpel und super lecker. Aber da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, vegane Mayo, veganen Ketchup. Und als Belag nehmen wir frischen Salat, Tomaten, ein paar frische Sprossen und geraspelte Karotten. Guckt euch das mal bitte an, die sind total bunt und frisch und das sind gesunde und leckere Burger, wo man nicht das Gefühl hat, dass man in Ohnmacht fällt, nachdem man sie gegessen hat. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich von dem Rezept. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und wenn ihr Rezeptwünsche habt, dann auch immer gerne in die Kommentare damit. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Du kannst dich ebenfalls auf meiner Internetseite www.ishappy.de registrieren, um kostenlose Rezepte, Artikel, Ernährungspläne und vieles mehr zu erhalten. Du findest mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich hoffe, ich sehe dich in meinem nächsten Video. Bis dahin!